Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boing. Das ist das Solos-Projekt. Das ist für eine Horrormusik. Und, oh, wir haben vergessen zu schlafen. Wir legen uns mal kurz hin. So, 8 Stündchen. Hoffentlich überleben wir das. So. Alles wunderbar. Sleep quality good. Öffnen die magische Tür und hier schon wieder eine Kammer. Cool. Ein Lichtkristall, den nehmen wir einfach mal mit. Denn ich glaube, wenn uns hier wieder diese Dingens begegnet, diese tödliche Wolke, dann brauchen wir das. Was brauche ich denn nicht? Tonteile brauchen wir, Hammer brauchen wir. Einmal Kraftnahrung wegschmeißen. Oder den Kühler oder ein Kabel. Dann lieber einmal von der seltsamen Nahrung wegschmeißen. Dafür nehmen wir das hier mit. Obwohl, viel Licht macht der auch nicht, ne? Macht das hier mehr Licht. Okay. Akzeptiert. Müssen wir denn noch öffnen und warum? Das hat wahrscheinlich einen höheren Sinn, klar. Steht hier. Folge den Zeichen. Alles klar. Was haben wir hier? Ein Schild. Ein Wesen, das nicht ganz so glücklich aussieht. Oder ein Mensch. Inventory full. Können wir Wasser reinfüllen? Nicht so ganz so hell, ne? Da können wir noch nicht lang. Das muss ja auch jemand gebaut haben. Ja, genau auf die Idee gekommen sein, hier so ein Ding zu bauen. So was. Einfach um uns hier tiefer reinzulocken. Unfassbar. Wir erreichten einen heiligen Ort. Utuku führte uns. Er schritt allein voran, um sich mit den Himmelwesen zu beraten. Sie entfesselten diesen dunklen Dämonen. Wir warten den richtigen Augenblick ab, wenn es sie jagt. O Himmelwesen, wann werden die Prüfungen enden? Ja, wann werden die Prüfungen enden? Interessante Zeichnung. Diverse Steine, die hier rumliegen. Oh! Hier sollten wir uns beeilen. Das Eis bricht nämlich ein.
Lagerfeuer machen. Oh, was ist denn für ein süßer Fisch? Ist ja echt süß. Ich bin hier. Mit den Geräuschen leicht überfordert. Arschkalt. Das kommt ja noch hinzu. Hier sind Platten. Müssen wir die aktivieren? Nehmen. Wir haben scharfen Stein. Müssen wir mal sammeln. Hier liegt einer. Inventory full. Nee, ich will den mitnehmen. Kein Bock, dass das hier einbricht. So, noch ein Stein. Hier ist einer. Insgesamt 4 Stück. Immer so kleine Rätsel zwischendurch finde ich eigentlich ganz cool. Ist nicht besonders anspruchsvoll, aber völlig ausreichend. Ich weiß, ich könnte auch einfach mehr Gegenstände mitnehmen, aber ich möchte die jetzt nicht ablegen hier. Eins noch. Das habe ich jetzt nicht überlegt. Wir brauchen ja auch so Kalorien. So, Fischi. Wir sind bereit. Müssen wir hier noch reinklettern. In Schlund. Na, sieht nicht so aus. Also wurde nicht alles aktiviert. So ein Lichtkristall-Ding-Teil. Inventory full. Improved.
So, wie können wir jetzt hier den Rest hochfahren? So, dadurch kommen wir nicht. Schon mal klar. Gibt es hier noch welche, die wir aktivieren müssen? Gute Frage. Beobachtet uns der Fisch eigentlich? Jo, der beobachtet uns. Schade, wir können nicht in den Fisch rein. Ich weiß. Und ich würde auch sehr, sehr gerne das Ganze hier zu einem erfolgreichen Abschluss bringen. Ich habe ja erst den ersten Bereich hier freigelegt. Fehlen also noch welche. Oder habe ich hier irgendwo... Oh, nett. Hypothermia imminent. Drohne Unterkühlung. Suboptimal. Warum eigentlich? Hier können wir nicht mehr zurück. Wärmen wir uns mal ein bisschen auf. Achso, okay. Haben wir hier was übersehen? Was ist denn hier noch links und rechts? Huh.
Irgendwas Geheimes. Vielleicht. Aber mehr auch nicht in diesem Fall. Ich steche mal auf der anderen Seite nach. Unterkühlung ist ja immer noch relativ, ne? Es ist ja keine Unterkühlung, sondern eine Drohne. So, wie sieht's da hinten aus? Vermute mal, dass es auf selbe hinauslaufen wird. Nämlich, nichts Berauschendes. Kühlung haben. Ist jetzt das Geschenk, was wir bekommen haben? Eine Unterkühlung. Alles gut. Aber unser Körper regeneriert sich wieder ziemlich schnell. Okay, hier war also auch nichts. Was sagen wir uns denn diese Statuen hier noch? Ist das denn nicht? Speichern. Stimmt. Ja, das bedeutet, wir sind eigentlich wieder am Anfang angelangt. Was mich ein bisschen traurig macht, denn ich dachte, wir kommen ein Stück weiter. Aber dem ist leider nicht so. Deswegen gehen wir wieder zurück und machen aber erstmal einen kurzen Break.
Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Gebt mir Feedback, schreibt in die Kommentare und folgt mir, wenn ihr mögt. Dann bekommt ihr alles frei Haus. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.